Hallo und willkommen zurück zum nächsten Video von Let's Play Flucht von Monkey Island, wo wir jetzt irgendwie nicht steuern können. Moment. Wieso? Achso. Okay, ich konnte gerade irgendwie nicht lenken mit den Pfeiltasten. Musste ich erst Escape drücken. Tolles Spiel. So, jetzt erstmal rein hier in die Bude. Wir Tropenbewohner haben nicht viele Mäntel. Nein, dieses Sofa ist nicht gut genug gepolstert. Ich möchte nicht als Buckliger enden, schließlich bin ich kein Glöckner. Oh. Keine Chance, Piraten pflanzen niemals Bäume. Das ist ein Porträt von Elaines Großvater, Horatio T. Marley. Es entstand lange bevor der Alte mit seiner Yacht vor der Küste Australiens in einen Strudel geriet und für immer von der Bildfläche verschwand. Mhm. Wie könnte ein profanes Gemälde die Tiefe meiner Liebe erfassen? Oh, du bist so süß, Guybrush. Und jetzt geh wieder an die Arbeit. Ja, Schatz. In der Überschrift steht Arbeitsvertrag der Regierung von Mili. Ja, nehmen. Nein, ich glaube, darüber steht etwas in unserem Ehevertrag. Dass man nicht miteinander reden darf? Oh, das ist aber nett. Was haben wir hier hinten? Würde ich ja gerne, aber aus irgendeinem Grund hat Elaine abgesperrt. Tja. Also nichts mit Küche. So, gehen wir mal nach oben. Ein Pirat schläft niemals. Schon gar nicht um diese Uhrzeit. Oder geht's nicht weiter? Geht's hier weiter? Nein? So, was haben wir denn hier sonst noch? Ah. Abgesperrt. Du sollst dir die Kommode hier angucken. Nicht. In der Überschrift steht Arbeitsvertrag der Regierung von Mili. Blaue Ausführung. Nehmen wir. Kostbares Porzellan. Oh, oh. Denk nicht mal daran, das chinesische Porzellan anzufassen, Guybrush. Wer fasst hier etwas an? Ich fasse gar nichts an. Nein, ich doch nicht. Nicht mal daran, das chinesische Porzellan anzufassen, Guybrush. Wer fasst hier etwas an? Ja, ich wollte gar den Plünder mir da angucken. Ich doch nicht. Nein, der Großteil der Sachen hier gehört Elaine. Ich lasse lieber die Finger von ihrem Lieblingsplunder. Oh oh, denk nicht mal daran, das chinesische Porzellan anzufassen, okay, Guybrush. Das Gleiche. Wer fasst hier etwas an? Ich fasse gar nichts an. Nein, ich doch nicht. Coole Fahne. Warum verspüre ich nur plötzlich den Drang, auf einem Schwein zu reiten? Mir fehlt die Zeit für Kinderspiele wie Schach.
So, wir haben jetzt... Was war denn das? Einfügen, ne? Ja. Wir haben jetzt einen Vertrag und noch einen Vertrag. Ich glaube, das reicht sogar schon. Haben wir hier noch bei der Uhr noch irgendwas? Ich werde die Uhr aufziehen, sobald ich das Böse gestoppt habe, das hier sein Unwesen treibt. So, denn wir brauchen ja immer noch eine Crew. Und die Crew, da gibt es ja nur drei Leute, nämlich Mr. Käse und die beiden, mit denen wir schon mal gesprochen haben, die uns so grob bekannt vorkommen. Aber die machen natürlich nichts ohne Arbeitsvertrag. Ahoi! Was ist denn jetzt schon wieder? Wir haben zu tun. Oder willst du für uns betteln? Ich könnte schwören, dass ich euch kenne. Das kann ich mir nicht vorstellen. Hey, Kumpels, seid ihr nicht die Gründungsmitglieder von Keelhole, der lautesten Speed-Metal-Piraten-Kombo der Welt? Wohl kaum. Wir treffen nicht einen Ton. Keelhole auch nicht. Okay, das ist wohl nichts. Ich treffe euch dann am Hafen. Nur wenn wir dich nicht kommen sehen. Oh. Wir müssen irgendwie wahrscheinlich den Vertrag... Hier. Warum zeigst du uns das? Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Okay. Warum zeigst du uns das? Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Eigentlich dachte ich, dass man die so überreden kann. Ahoi! Was ist denn jetzt schon wieder? Wir haben zu tun. Oder willst du für uns betteln? Es geht doch. Ach, kommt schon. Es wird sicher lustig. Nein! Danke, aber nein. Ich könnte schwören, dass ich euch kenne. Das kann ich mir nicht vorstellen. Sind wir nicht mal gemeinsam nach Monkey Island gesegelt? Kann ich mir nicht vorstellen. Carla, der böse Mann soll aufhören. Er will wieder nach Monkey Island segeln. Carla? Wer? Ihr könnt mich nicht täuschen. Du bist Carla, die Schwertmeisterin von Mealy Island. Und du, Otis. Ich habe keine Ahnung, wovon du sprichst. Gib's auf, Otis. Der Knallkopf hat uns erkannt. Ich wusste es. Ihr seid zwei Drittel meiner alten Monkey Island Crew. Du meinst die Crew, die du auf Monkey Island zurückgelassen hast. Hast du eine Ahnung, wie schwer es ist, von Monkey Island wegzukommen? Nein, wie schwer ist denn die Flucht von Monkey Island? Nun... Wirklich ziemlich schwer. Ja, genau. Die Erfahrung war ein Albtraum für uns. Wir träumen noch heute davon. Oh, das tut mir leid. Gut so. Aber von deinen Entschuldigungen wird der Narwal auch nicht satt, alter Angeber. Na gut. Was treibt ihr Halsabschneider denn so? Wo soll ich anfangen? Und was hast du die ganze Zeit gemacht, Carla? Du meinst, nachdem ich endlich von Monkey Island entkommen war? Du wirst mir das wohl nie verzeihen, was? Nicht in diesem Leben. Na egal. Ich habe mich in den letzten Jahren hier auf Mealy Island wieder als Schwertmeister etabliert. Das klingt ziemlich einträglich. Oh, das war es. Bis dieser Australier hier auftauchte. Ein Australier? Ein schmieriger Immobilienmakler. Er hat mich zu einer Runde Beleidigungsfechten herausgefordert und mich dazu gebracht, mein Haus zu setzen. Es ging alles so schnell. Und jetzt ziehe ich durch die Straßen von Mealy und schlage mich mit Beleidigungsfechtkämpfen durch. Wie traurig. Wie sieht's mit dir aus, Otis? Was hast du in den letzten Jahren so getrieben? Nun, nach meiner Flucht von Monkey Island bin ich nach Mealy Island gesegelt.
Schließlich wollte ich in meinen alten Beruf zurück. Taschendiebstahl? Ich würde es eher als proaktive Umverteilung von Wohlstand bezeichnen. Unglücklicherweise bin ich dank der Demütigungen, die ich auf Monkey Island erleiden musste, derart zittrig, dass ich weder ein Schloss knacken noch einen Passanten bestehlen kann, ohne wie ein aufgeblähtes Nilpferd herumzulärmen. Eine interessante Vorstellung. Und wovon lebst du? Von der Bettelei, Klugschwätzer. Du glaubst nicht, wie viele Menschen dafür bezahlen, die Geschichte von den unschuldigen Piraten, die von ihrem idiotischen Kapitän betrogen wurden, zu hören. Was ist eigentlich aus Kapitän Smirk, dem Fechtlehrer, geworden? Er hat sein Haus an einen ausländischen Investor verhökert. Allerdings nicht freiwillig. Der Investor hat ihn zu einer Runde Beleidigungs-Treble herausgefordert und ihn geschlagen. Smirk war derartig von den Socken, dass er ihm auf der Stelle sein Haus überschrieben und Mealy mit dem nächsten Schoner verlassen hat. Die gleiche Geschichte ist auf Mealy Island über ein Dutzend Mal passiert. Dieser schleimige Investor spaziert einfach in das Haus oder in den Laden eines ehrbaren Piraten und fordert ihn zu einer Partie Beleidigungs-irgendwas auf. Dann demütigt er seinen Gegenspieler derart, dass dieser seiner feindlichen Übernahme zustimmt. Sieh dich um. Überall hängen Verkaufsschilder. Wo ist das dritte Mitglied meiner alten Crew? Du meinst Meathook? Tja, gute Frage. Nachdem wir Monkey Island endlich verlassen hatten, sagt er dem Piraten Leben lebewohl und widmete sich seiner wahren Leidenschaft. Wem saufen? Der Malerei. Malerei? Aber der Kerl hat doch keine Hände. Das haben wir auch gesagt. Diese Geschichten sind zu deprimierend. Sprechen wir über was anderes. Wenn's sein muss. Wollt ihr nicht bei mir anheuern? Der alten Zeiten willen? Guybrush, sieh dir Otis genau an. Affen, Affen, überall sind Affen. Das ist mit ihm passiert, als wir das letzte Mal bei dir angeheuert haben. Also was im Namen von Blackbeards Schuppen sollte uns dazu bringen, dich auf ein neues, idiotisches Abenteuer zu begleiten? Nun, zum Beispiel... Ein niegelnagelneues Auto. Was? Tut mir leid, ich war kurz abgelenkt. Nun, zum Beispiel... Schätze. Bootsladungen mit Schätzen. Wir warten immer noch auf den Schatz, den du uns das letzte Mal versprochen hast. Oh, ja. Nun, zum Beispiel einige wunderbare Kleinode von Booty Island. Ja, ja, alles klar. Jeder hier weiß, dass ein mysteriöser Investor aus dem Ausland ganz Booty Island aufgekauft hat. Nun, zum Beispiel laue Regierungsjobs. Das klingt interessant. Carla, was machst du da? An welche Art von lauen Regierungsjobs hattest du denn gedacht? Tja, Jobs mit einem dreimal so hohen Gehalt wie in der Privatwirtschaft. Niemand überprüft eure Arbeit. Und natürlich seid ihr unkündbar. Hör gar nicht hin, Carla. Er will uns nur wieder nach Monkey Island locken. Wir wollen Verträge, versteht sich. Ich werde sehen, was ich tun kann. Ich treffe euch dann am Hafen. Nur wenn wir dich nicht kommen sehen. Oh. So, geht's jetzt denn? Soll das ein Witz sein? Was? Dieser Vertrag wurde nicht einmal vom Gouverneur unterzeichnet. Hey, wir sind vielleicht abgehalfterte Piraten, aber wir sind nicht dämlich. Komm wieder, wenn du einen unterzeichneten Vertrag hast. Oh. Okay. Also nochmal zurück. Man kann übrigens nicht schräg laufen. Denn wohin mit dir? So, Nein, ich glaube, darüber steht etwas in unserem Ehevertrag. Dann gib mal das Ding an Elaine. Was willst du damit? Ich muss einige widerborstige Tunichtgute davon überzeugen, dass sie bei mir anheuern möchten. Kannst du die Kerle nicht mit deinem unwiderstehlichen Charme überzeugen, Hasenpfötchen? Ich fürchte, ich habe meinen ganzen Charme in den Flitterwochen aufgebraucht. Na gut, her mit dem Wisch. Hasenpfötchen. Okay. Zack. Der ist unterzeichnet, der noch nicht.
Lass mich raten. Es geht um eine kleine Bestechung. Ich würde es eher einen staatlich geförderten Anreiz nennen. Wenn du von Luke Ryland zurück bist, müssen wir uns mal über bürgerliche Moral unterhalten. Na gut, her mit dem Wisch. Sehr gut. Jetzt nichts wie zurück. Wo ist denn hier der Ausgang? Hier. Diese Steuerung. Diese Steuerung. So, Lauerfeuer, Regierungsvertrag, Regierungsjob. Ich hätte gern das da drunter, die Option. Arbeitsvertrag der Regierung von Mili. Lauer Ausführung. Ach so, mit Bild hoch und Bild runter geht das. Ah, das ist ja praktisch. Endlich weiß ich das. Wow, das ist tatsächlich ein unterzeichneter Vertrag. Mal sehen. Ja, gut. Carla, verstehst du alles, was hier steht? Nicht die Spur, aber sieh mal, hier steht Lau. Na, dann ist ja alles in Ordnung. Okay, Sweetwood, du hast jetzt eine Crew. Sehr gut. Jetzt brauchen wir noch Mr. Käse, wegen Navigator und so. Also ab in die Scumbar. Halt, da ist er ja schon. Hallo, Mr. Käse. Was gibt's? Kann ich Sie irgendwie dazu bewegen, dass Sie auf meinem Schiff als Navigator anheuern und mich nach Lucre Island bringen? Ich lasse mich gerne überreden. Was haben Sie denn zu bieten? Jo. Wenn ich Sie im Beleidigungsarmdrücken schlage, heuern Sie dann als Navigator an? Ein interessanter Plan, Sweetwood. Finden Sie? Natürlich. Wie wäre es damit? Wenn Sie mich schlagen, bin ich Ihr neuer Navigator. Großartig. Aber nur, wenn Sie mir einige neue Beleidigungen verraten. Einverstanden. Nun denn, zeigen Sie, was Sie können. Ich habe Muskeln an Stellen, von denen du nichts ahnst. Oh, zu schade, dass keiner davon in deinen Armen ist. Ich kenne Läuse mit stärkeren Muskeln. So, das muss ich reimen. Also auf Muskeln reimt sich Pusteln. Ach, behalt sie für dich, sonst bekomme ich noch Pusteln. Meine Großmutter hat mehr Kraft als du, Wicht. Dafür habe ich in der Hand nicht die Gicht. Ich habe Muskeln an Stellen, von denen du nichts ahnst. So, was ist auf Ahnst? Hm.
Ich wusste gar nicht, dass du so weit zählen kannst. Viele Menschen sagen, meine Kraft ist unglaublich. Unglaublich. Sie sitzt mir gegenüber, also was fragst du mich? Ich hab gewonnen. Komm später wieder, wenn du dich der Herausforderung gewachsen fühlst. Machen wir gleich nochmal. Hallo, Mr. Käse. Was gibt's? Wie wär's mit einer Runde Beleidigungsarmdrücken, Mr. Super Bizeps? Jederzeit. Wenn Sie gewinnen, haben Sie einen Navigator. Sie fangen an. Memmen wie dich vernasse ich zum Frühstück. Dann ist alles klar. Du bist deshalb so dick. Gib auf, oder ich zerquetsch dich wie eine lästige Mücke. So, Mücke. Ja. Wenn ich mit dir fertig bin, brauchst du eine Krücke. Ich zerreiße deine Hand in 1 Million Fetzen. Ich wusste gar nicht, dass du so weit zählen kannst. Meine Großmutter hat mehr Kraft als du, Wicht. So, Wicht. Sie sitzt mir gegenüber, also was fragst du mich? Hey, schau mal da drüben. Da drüben. Ich weiß, ein dreiköpfiger Affe. Ah, okay. Muss ich doch nicht immer nur reimen? Alle Welt fürchtet die Kraft meiner Faust. Wobei mir vor allem vor deinem Atem graust. Viele Menschen sagen, meine Kraft ist unglaublich. Wobei mir vor allem vor deinem Atem graust. Ich werde deine Knochen zu Brei zermalmen. Malmen. Ah ja. Ich werde mich wehren, bis die Griffel dir qualmen. Okay. Ich habe mit diesen Armen schon Kraken bezwungen. Ich zittere. Oh, ich zittere. Okay. Gibt es auf dieser Welt eine größere Memme als dich? Oh, wie passend. Du kämpfst wie eine Kuh. Gewonnen. Ja, gewonnen. Du hast es geschafft. Fair und ehrlich. Gratuliere, du hast einen Navigator. Sehr gut. Komm mal mit dem, jetzt wollen wir noch quatschen. Hallo, Mr. Käse. Was gibt's? Freuen Sie sich schon auf unsere Reise nach Lucre Island? Ei, ei, es ist mir eine Ehre, mit einem derart geistreichen Kapitän um die Welt zu segeln. War nett, mit Ihnen zu plaudern, aber ich muss mich jetzt um einen Affen kümmern. Okay, dann brauchen wir jetzt also nur noch ein Boot oder ein Schiff. Das heißt, wir müssen jetzt zum Hafen. Mal hier vielleicht schneller hin. Genau, so, wir müssen zum Hafen. Jetzt quatschen wir nochmal mit dir. Hi, da bin ich wieder. Schöne Nacht für eine Bootstour, was? Sicher, wenn man ein Boot hat. Sie sind ziemlich eingebildet für einen aufgedonnerten Nachtwächter, finden Sie nicht? Das ist doch nur der kranke Neid auf meinen Regierungsjob. Und der Job wäre noch besser, wenn ich mich nicht ständig mit Vollidioten herumärgern müsste. Ich befehlige ein Schiff. Nicht so schnell, Kleiner. Ohne meine Erlaubnis verlässt kein Boot diesen Hafen.
Und ich wüsste nicht, warum ich Ihnen ein Schiff geben sollte. Von dieser Bürokratie bekomme ich Kopfschmerzen. Behaupten Sie später nicht, ich hätte Ihnen nichts gegeben. Wir müssen nochmal zurück in die Scum-Bar. Ich habe nämlich noch was vergessen, fällt mir gerade ein. Wir müssen nämlich das Gespräch auf ein bestimmtes Objekt lenken. Und offensichtlich haben wir uns das Objekt noch nicht angeguckt, obwohl ich schwören könnte, dass wir es vorhin hatten. Der menschliche Körper ist einfach anmutig. Meistens. Ich bin wieder da. Scheint so. So. Rätseln, Grog. Nee, das klappt nicht. Gehen. Lassen Sie sich nicht aufhalten. So. Jetzt haben wir das Bild uns angeguckt. Das ist nämlich die fette Kuh. Und auf dieses Gemälde müsst ihr das Gespräch nämlich lenken. Nein. Runter da, Guybrush. Hey, da bin ich wieder. Schöne Nacht für eine Bootstour, was? Sicher, wenn man ein Boot hat. Haben wir uns nicht schon mal gesehen? Aber das fehlte. Ich habe keine Ahnung, wovon Sie reden. Jetzt fällt's mir ein, in der Scum-Bar. Sie sind das nackte Mädchen auf dem Gemälde. Bin ich nicht. Außerdem habe ich mich seit Jahren nicht mehr ausgezogen. Das ist auch besser so. Wer hat sie gemalt? Er war ein übler Kerl. Er war gut, aber er konnte seine Finger nicht von mir lassen. Ein seltsamer Bursche. Er hatte eine bizarre Vorliebe für Wachs. Sie verlieren Ihren Job, wenn jemand herausfindet, dass Sie für dieses Bild Modell gestanden haben. Wie glauben Sie, bin ich an meine letzte Beförderung gekommen? Das möchte ich lieber nicht wissen. Wie heißen Sie? Warum? Nun, ich kenne gerne die Namen der Menschen, die ich schon einmal nackt gesehen habe. Ich war nicht nackt. Ich wurde künstlerisch in Pose gebracht. Aha. Sie sind ziemlich eingebildet für einen aufgedonnerten Nachtwächter, finden Sie nicht? Das ist doch nur der blanke Neid auf meinen Regierungsjob. Und der Job wäre noch besser, wenn ich mich nicht ständig mit Vollidioten herumärgern müsste. Ich befehlige ein Schiff. Nicht so schnell, Kleiner. Ohne meine Erlaubnis verlässt kein Boot diesen Hafen. Und ich wüsste nicht, warum ich Ihnen ein Schiff geben sollte. Von dieser Bürokratie bekomme ich Kopfschmerzen. Behaupten Sie später nicht, ich hätte Ihnen nichts gegeben. So, warte mal, wir haben doch hier noch... Genau. Ich fürchte, das würde ihr nicht gefallen. Nee? In der Überschrift steht Arbeitsvertrag der Regierung von Mili. Okay. Ich fürchte, das würde ihr nicht gefallen. Hey, da bin ich wieder. Schöne Nacht für eine Bootstour, was? Sicher, wenn man ein Boot hat. Geht das nicht? Das auch nicht? Von dieser Bürokratie bekomme ich Kopfschmerzen. Behaupten Sie später nicht, ich hätte Ihnen nichts gegeben. Denn das? Das ist ein schönes Boot. Das hebe ich nicht auf. Warum nicht? Deluxe. Das hebe ich nicht auf. Das sieht ja ganz lustig aus. Das hebe ich nicht auf. Verkauft. Okay. Betrachte brutal rosa Schiff. Das kann ich nicht verwenden. Mir ist klar, warum dieses Schiff noch nicht verkauft ist.
Das hebe ich nicht auf. Wie soll das funktionieren? Das ist die zweitschönste Galionsfigur, die ich je gesehen habe. Hey, sie hat Löcher in den Ohren. Wer verpasst denn einer Galionsfigur Ohrringe? Die ahnen sicherlich, worauf das hinausläuft, welches Schiff wir kriegen werden. Was sind denn das für Gitterlinien da? So, wenn ihr das nicht gefallen würde. Ich fürchte, das würde ihr nicht gefallen. Ich fürchte, das würde ihr nicht gefallen. Okay. Dann muss ich mich doch nochmal schlau machen, was hier fehlt. Das gucken wir uns dann am nächsten Video an. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis gleich.